Schau, schau, guckt ihn euch an. Da ist der Markt doch wieder stark und hat damit unsere Erwartung erstmal nicht erfüllt, beziehungsweise unseren Wunsch, nämlich etwas Korrektives jetzt nach oben zu bekommen, um anschließend nochmal die Abwärtsseite zu fahren. Das hat er nicht erfüllt. Erwartet oder ich sage mal bewusst gewünscht haben wir etwas Dreiwelliges, sowas in dieser Art oder etwas Mehrfaches hier in dieser Art. Aber man sieht es schon, das ist nun überhaupt nicht verwechselbar mit diesem klassischen Fünfweller, den wir jetzt hier im Moment sehen, der einen ganz klaren, impulsiven Schub nach oben hier zeigt. Also, insofern die Hoffnung, dass irgendwie sowas in dieser Richtung kommt, was uns dann einen Trigger für die Abwärtsseite beschert hätte, nämlich hier, wenn der Kurs dann da durchgeht, dann nochmal Short zu gehen, so wie man das ja hier an der Stelle konnte, wie man das hier oben gegebenenfalls nochmal konnte. Das ist ausgeblieben. Allerdings das Schöne ist, wenn man ehrlich ist, diese drei blau gezeichneten Muster sind ja nicht wirklich miteinander zu verwechseln. Das ist so impulsiv, so kleine Rücksetzer hier, ohne Überschneidung wie hier jetzt da zum Beispiel. Also kein Vertun möglich. Was wäre jetzt umgekehrt der Schluss? Na, was wir wieder brauchen, wäre eine ABC-Korrektur. Irgendwie sowas in dieser Art und Weise. Das kann natürlich auch anders aussehen. Ich mache mal das weg, denn das brauchen wir vorläufig zumindest mal nicht. Wenn das hier käme, hätte man hier einen möglichen Einstiegstrigger. Das heißt, long, wenn wir da drüber gehen, über dieses Zwischenhoch. Kommt denn das jetzt ganz sicher? Na, es kann auch sowas kommen. Die Quintessenz bleibt die gleiche. Auch wenn wir so eine Korrektur bekommen, irgendwas, was mehrfach so wackelt. Wir sehen das ja, dass es durchaus häufiger mal so mit verschiedenen Hin- und Herbewegungen kommt. So ähnlich wie das dann hier möglich war im kleinen Bereich, also wackelig runter nach starkem Anstieg mit Kursüberschneidung. Wir sehen das hier mit den ganzen Gegenbewegungen. Dann die nächste Fortsetzung nach oben. Genau das wäre das, was man auch im etwas größeren dann gegebenenfalls nochmal handeln kann, wenn der Kurs das nach oben durchstößt. Kommt das ganz sicher? Na, wir haben es ja gesehen. Gestern hatte ich auch gesagt, eigentlich was Wackeliges wäre cool. Was ist gekommen? Was Steiles? Wenn sowas kommt, haben wir kaum eine Chance, hier irgendwie was triggern zu lassen. Und dann wissen wir, okay, dann wird es wohl doch erst nochmal die Abwärtsseite. Also wenn wir dann zum Beispiel sowas dann wieder bekommen. Dieses Spielchen, das geht natürlich nicht nur hier im Stundenchart, sondern das geht auch im ganz kleinen Bereich, so wie ich das hier angekündigt hatte. Aber wie es auch hier vorne eben gab, die Situation gab, hier ist ein Schub hoch, anschließend diese Wackelbewegung mit Chance, dass sich das Ganze nach oben fortsetzt und das Ganze in diesen kleineren Bewegungen natürlich genauso, also nicht nur in den großen, auch im kleinen haben wir dieses A, B, C immer wieder mit Trigger, um dann gegebenenfalls die Richtung nochmal fortzusetzen. Das Prinzip bleibt also gleich. Welche Richtung jetzt als nächstes kommt, das können wir vielleicht nur raten oder vielleicht erahnen, sage ich jetzt mal. Allerdings, sobald diese Bewegungen eben zu sehen sind, also diese korrektive Bewegung hier beispielsweise, die ja nun wirklich nicht wirklich verwechselbar ist mit dieser Aufwärtsbewegung, können wir das natürlich dann ziemlich einfach auch anwenden. Das Ganze funktioniert natürlich auch bei den anderen Indizes. S&P 500 ähnlich steil aktuell unterwegs. Wir sehen den Nasdaq ähnlich steil unterwegs. Das heißt, auch wenn ich noch so sehr gestern gesagt habe, ah, jetzt haben wir doch die guten Chancen nach unten, der Markt wollte es nicht. Keine Chance, da jetzt dagegen zu halten, das würde überhaupt gar keinen Sinn machen. Die Dynamik weist nach oben und deshalb bleiben wir vorläufig auf der Oberseite mit unserer Ideen, solange die Abwärtsseite schwach ist. Und dann haben wir ja sogar noch sinnvolle Einstiegsmöglichkeiten, wenn der Kurs dann das Ganze, wie wir sagen, triggert. So, insofern viel Spaß an den Märkten kann man wünschen. Es macht aktuell Spaß, drauf zu gucken bei so vielen interessanten Gelegenheiten. Wer davon nicht genug bekommen kann, schaut sich den Trade des Tages an oder macht mit bei Trade to Go. Das ist beides kostenpflichtig, bekommt man noch zusätzliche Informationen. Dann verpasst man vielleicht noch weniger, beziehungsweise kriegt noch mehr interessante Trading-Ideen, beziehungsweise Situationen, wo und wie man mit dem Markt umgehen kann. In diesem Sinne, alles Gute, ganz liebe Grüße, bis zum nächsten Mal.